Hallo meine lieben YouTube-Freunde und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video zeige ich euch, wie man Fahrradkörbe montiert. Und zwar habe ich mir zwei Fahrradkörbe zugelegt für meine zwei Fahrräder. Das ist einmal ein Fahrradkorb, der regengeschützt ist. Der lässt sich hier oben ganz normal verschließen und wieder aufziehen, falls es mal regnen sollte, dass man den Einkauf sicher und nässefrei nach Hause bringen kann. So, dazu gibt es noch solche Kunststoffteile. Die bringt man ans Lenkrad, die klemmt man zwischen die Halterung, falls das Lenkrad etwas zu dünn sein sollte für die Halterung des Fahrradkorbes. Dann gibt es dazu noch vier Schrauben zur Befestigung und einen Imbusschlüssel. So, bei dem Fahrradkorb ist das so, dass man hier an den Seiten noch solche Kunststoffplatten einfügt. Die habe ich schon reingemacht für die Halterung, damit er sich nicht mehr zusammenfalten kann. Dass er immer standhaft bleibt. So, auf der anderen Seite genauso. So, und ja, dann geht es schon jetzt zum Anbringen des Fahrradkorbes. So, als nächstes habe ich jetzt mein Fahrrad hier hingestellt, so positioniert, dass es bequem für mich ist. So, das nächste ist, das ist die Halterung für das Lenkrad. Und zwar befindet sich hier noch eine Schraube, die ist aber für mich überflüssig, weil ich auf meinem Lenkrad keine Vorrichtung dafür habe, die man jetzt dazu reinschraubt. Das ist wahrscheinlich Diebstahlschutz. Und dafür finde ich keine Verwendung, weil ich kein Loch dafür habe. Die werde ich auf jeden Fall einfach rausnehmen und zur Seite legen. So, als nächstes nehmen wir diese Kunststoffadapter. Und dafür gibt es hier die Vorrichtung, die platzieren wir dann hier rein und drücken sie einfach da rein. Das machen wir auf der anderen Seite genauso. So, das ist fertig. Jetzt nehmen wir die andere Seite von dem Fahrradkorb. Das ist das Gegenstück von dem Fahrradkorb. Das ist mit einem Schloss zum Öffnen und Verschließen. So kann man dann den Fahrradkorb bequem und einfach abnehmen und dann damit einkaufen gehen. So, auf dieser Seite befinden sich auch zwei Vorrichtungen für die Adapter. Die nehmen wir jetzt auch und führen sie dann auch da rein. So, das ist fertig und jetzt können wir schon anfangen, die Halterung des Fahrradkorbes ans Lenkrad anzubringen. So, da ich ein gebogenes Lenkrad habe, muss man darauf achten, dass man die Vorrichtung da drunter führt und dann so zum Lenkrad hinzufügt. Und dann das Gegenstück natürlich da dran. Und dann führen wir von der Seite aus die vier Schrauben rein und befestigen sie und schön festziehen. So, die vier Schrauben habe ich jetzt reingedreht. Und jetzt ziehe ich die auf jeden Fall nochmal komplett richtig fest, dass hier alles schön fest sitzt und nicht mehr locker werden kann. Ich habe mir jetzt noch einen Akkuschrauber dazu genommen, weil das einfacher und schneller geht. So ziehe ich jetzt alle vier Schrauben fest. Und wer noch möchte, kann dann auf jeden Fall mit dem Imbusschlüssel nochmal alles überprüfen, ob alles wirklich richtig fest ist. Die Schrauben sind alle festgezogen und das war's auch schon. Und jetzt
können wir den Korb anbringen. Und zwar nehmen wir jetzt diese Seite mit der Vorrichtung zum Reinklipsen und führen es von oben nach unten rein. Zack, so sitzt das jetzt und dann verschließen wir und der Fahrradkorb ist befestigt und man kann schön einkaufen fahren. So, jetzt komme ich zu meinem anderen Fahrrad. Da habe ich jetzt etwas anderen Fahrradkorb genommen, weil ich wollte nur einen mit Regenschutz haben. Und den anderen habe ich jetzt einen ganz normalen gekauft, den üblichen, den wie jeder auch kennt. Da zeige ich euch jetzt auch, wie man den anbringt. Dieser Fahrradkorb ist aus Metall, der ist jetzt nicht gegen Regen geschützt. Ich wollte einfach einen so einen normalen nehmen und den anderen einfach gegen Regen. So, bei diesem Fahrradkorb nehmen wir jetzt die Lenkradhalterung. Das ist einmal die hier. Und fixieren die dazugehörigen Teile einmal links und rechts. Der ist etwas anders aufgebaut, aber trotzdem auch einfach zu montieren. So, jetzt haben wir das erledigt. Als nächstes kommen hier zwei Schrauben rein. Die schrauben wir auch natürlich fest. Haben wir erledigt. Als nächstes befestigen wir das Lenkrad, die Halterung zum Lenkrad, aber vorher gibt es hier solche Gummiteilchen, die kann man hier zwischenklemmen, damit dass es anti-rutschfest ist. So, die platzieren wir jetzt auch hier rein und dann sieht das ungefähr so aus, ne? Auf den beiden Seiten. So, die Gummis habe ich jetzt platziert. Und zwar genau so. So, zunächst wird dann die Halterung ans Lenkrad befestigt. So sieht das dann aus. Und dann kommen auf diesen beiden Seiten jeweils die dazugehörigen Schrauben rein und darunter die Muttern. Und dann wird das alles festgeschraubt. So, die Schrauben habe ich jetzt hier eingeführt, das sind nochmal die zwei. Und jetzt wird darunter werden die zwei Muttern darunter gepackt und dann festgeschraubt. Am besten nehmt ihr hier einen Maulschlüssel und hält es dabei fest, während ihr hier oben die Schraube festschraubt. So, ich habe mir jetzt einen 10er Maulschlüssel genommen und meinen Akkuschrauber. Jetzt halte ich den Maulschlüssel hier drunter und schraube das alles einmal fest. Was mir aber aufgefallen ist, dass bei dieser Korbhalterung, hier gibt es die Fixierung einmal von rechts, von links nach rechts und hier auch. Da mein Lenkrad aber gebogen ist, habe ich jetzt gerade was falsch gemacht. In der Anleitung stand, dass ich von außen die Halterung reinbringen muss, aber dadurch, dass mein Lenkrad gebogen ist, muss ich es doch von innen nach außen drücken. Also muss ich jetzt einmal wieder alles rückwärts machen. So, meine Freunde, der Fahrradkorb ist jetzt auch angebracht und zwar ist bei dieser Clips hier, der ist dafür da, um ihn abzunehmen. Zack. Und ganz einfach, er fällt wieder ab. Und dann ist er wieder dran und lässt sich einfach so reinklipsen. So, die Schrauben habe ich jetzt, also die Halterung habe ich jetzt nochmal umgeändert. Und das passt jetzt alles super. Und wie ihr seht, sieht das ganz normal aus und jetzt kann man damit einkaufen gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert bitte meinen Kanal. Macht einen Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal.